Herzlich willkommen zurück zu Pokémon-Legende Arceus, dem Schlussspurt im wahrsten Sinne des Wortes und einem Schlussspurt, der es in sich hat. So, ich muss ganz kurz erklären, ich bin bereits im Weißen Frossen unterwegs, denn ich will in dieser Folge die Chins fangen. Die wir in letzter Folge ja bemerkt haben, dass es die in dieser Region hier in Hisuia ja auch geben soll. Und einer davon ist hier im Weißen Frostland. Warum bin ich gerade hier? Warum habe ich abgespeichert? Weil ich gerade eine Fehlaufnahme hinter mir hatte, die mich so frustriert hat, wo so viel schiefgelaufen ist, so viele Dinge, die unmöglich erschienen, die aber trotzdem passiert sind, dass ich mir auch gesagt habe, nö, mache ich nicht, will ich nicht und habe deswegen alles nochmal vorne angefangen. So, was ist letzte Folge, beziehungsweise nicht letzte Folge, sondern was ist in der verloren gegangenen Folge passiert? Wir sind eben hier aufgebrochen ins Weiße Frostland. Ich will mir jetzt gleich einen der Chins hier schnappen, der hier sein soll. Passiert übrigens nur, wenn es schneit und stürmt. Also da links oben, wie ihr seht, beim Gebietsnamen Weiße Frostland ist links davon noch ein Icon. Es muss also ein Schneesturm sein, sonst taucht es nicht auf. Und wo es auftaucht, müsste ungefähr hier sein. Da müsste, ist überhaupt, genau, es müsste Boreos sein, der hier auftaucht. Was ich auch jetzt in der verloren gegangenen Folge noch gemacht habe, ein neues Pokémon gefangen, und zwar Schlappohr, weil wir es einfach zufälligerweise gesehen haben und ja, eben, es fehlt noch im Pokédex, wollen ihn auch komplettieren. Logischerweise für Arceus. Und deswegen bitte ich das zu entschuldigen, dass das jetzt gemacht habe, ohne dass ihr es gesehen habt. So, Boreos ist hier vorne übrigens, da unten. Es ist so, man muss es hat irgendwie so ein Schild um sich, so ein Windschild halt, wie man es von anderen Dingen, die man Pokémon kennt. Eigentlich geht es darum, ihm Items anzuschmeißen oder was auch geht, sind Pokémon. Es muss nicht darum gehen, dass wir irgendwie ein bisschen das Item schmeißen, um sein Schild kaputt zu machen, ein Pokémon geht auch. Problem ist, es hat hier überall wieder Pokémon, die natürlich nerven, ohne Ende. Man kann auch schon das ein oder andere Mal gekillt haben. Und um die kümmern wir jetzt mal ganz kurz. Achso. Das war jetzt übrigens gerade der Windsturm von Boreos. Ich wollte nur ganz kurz das Phenonteuer platt machen, weil das Viert Hyperstrahl drauf und das nervt einen so dermaßen. So. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir ihn da platt? Da gibt es verschiedene Theorien, wie es funktionieren könnte. Ich habe es mit Dummy Tier versucht und so. Ich versuche es jetzt mal mit Waschakwill. Mist. Das ist nur das Problem, dass der Fallschaden, darf man nicht unterschätzen. Jetzt hat das Problem, ich muss ganz kurz abwarten, wieder mich zu erholen. Währenddessen kann er sich regenerieren. Das heißt, dass ich gerade sein Schild schon mal durchbrochen habe, ist jetzt einfach weg, der Bonus. Kann man vergessen. So, am ersten Mal eigentlich sowieso egal. So, das war das erste Mal. Jetzt macht er den Quatsch, jetzt cruist er hier herum. Jetzt müsste man eigentlich wieder zu ihm näher ran. Da bin ich schon wieder zu weit weg. Ja, sieht wohl so aus. Okay, geklappt. Okay. Ich würde das euch so empfehlen, vor allem, dass ihr es so macht, weil eben das andere, was ich versucht habe, mit damit hier um ihn rumzulaufen und so, das kann mal funktionieren, es kann aber auch so in die Brüche gehen. So, ich weiß natürlich nicht, was Boreos so alles aushält. Man kann natürlich theoretisch versuchen, einfach mit Bällen abzuschmeißen und mit einem Hyperball zu fangen, aber mir auch nicht so richtig funktioniert. Deswegen versuche ich es mal mit einem normalen Kampf. Nein, oh, scheiße. Oh. Wollte gar nicht. Er klickt. Ah, Pokémon-Legende Arceus ist zumindest ein Vorteil gegenüber Scarlet und Violet. Es ist wesentlich performanter.
Wenn man nie denkt, was man irgendwie sagen könnte, oh, das ist ein geiles Spiel und so, sieht toll, toll aus. Aber mir ist Legendakis noch kein einziges Mal abgeschmiert. Aber Scarlet Violet, das ist schon zweimal. Das Spiel ist einfach so broken. War so schlimm wie damals mit als Diamant und Perl, damals in Nintendo DS erstmal erschienen sind. Alter, waren die Spiele. Laggy auch, aber konnte man da glitschen, das war nicht mehr normal, ey. Ja, ich will natürlich jetzt nicht irgendwie was anderes auf ihn drauf schmeißen, aber irgendwie ein Pokémon, was ihn noch weiter schwächen könnte. Genau, ein. Ja, habe ich ein Ding drauf? Schlafpuder noch habe ich drauf, okay. Deswegen hat er, glaube ich, sogar das Team hier ausgewählt. Was ja gut wäre, um die Jinx zu fangen. Oh, das wird wehtun. Ja. Da ist zwar doof, aber naja. Irgendwas los. Okay, habe ich Ihnen etwas nicht sehr Effektives genannt, damit es trotzdem funktionieren könnte, ihn zu schwächen? Hey, machen wir lieber hier Ableithieb, weil der physisch von Tonuto ist eh nicht so stark und ich habe keinen Bock, dass er ihn direkt killt. Mal sogar erstmal noch Tempo, damit er noch ein bisschen schwächer ist. Ja, das ist doch gut. Nee, warte mal, ich schmeiß den, komm. Dann könnte ich auch einen Flügelball schmeißen, weil es ist ja eben Flug-Pokémon. So. Dann hätten wir Boreos, Freunde. So, ich glaube, ging es nicht sogar darum, dass er eher die kompletten Pokédex-Einträge davon zeigen soll? Oh Mann. Zuerst einmal. Genau. Ich habe noch den Schneebunny, genau, habe ich auch gefangen. Wie vorhin schon noch erwähnt. Ich glaube, der Antrag dürfte auch ziemlich voll sein. Nö, nicht mal. Forschung unzureichend, ja toll. An so einen Polarorkan gesehen. Den gibt's ernsthaft? Okay, vielleicht muss ich das noch ganz kurz nach Ofski machen, Freunde, die Pokédex-Einträge komplettieren. Gehen wir zurück ins Dorf. Ich werde ganz kurz schneiden. Wir sehen uns gleich, wenn es um Vultulus geht. Was? Hallo? Ja, ins Dorf zurückkehren, bitte. So, Leute, wir können Glück haben, denn das Wetter war direkt schon auf Sturm eingestellt hier. Und angeblich soll es irgendwo hier dazwischen sein. Also offenbar sogar auf, naja. Direkt im Meer draußen. Was ich jetzt hoffe, dass irgendwie ein Irrtum ist. Hä? Hey, das ist ein Donnersturm. Also ja, ein Sturm. Bin ich grad. Moment. Ich könnte ein bisschen falsch sein, aber irgendwo. Also jetzt Garados, das ist auch nicht so spannend. Hä, hey, nicht so blind, dann sehe ich es nicht. Aber zumindest hören müsste es eigentlich. Oh, da vorne! Und ich kann ja hier drauf auf Pokéball schmeißen, okay. Da ist es, Freunde! Also, jetzt wird es für Attacken ein.
Ich würde gerade sagen, eigentlich müsste es einfach sein, ihn zu fangen. Au. Was zum? Den Zwang ist überhaupt nicht einfach. Okay, das habe ich einmal. Toll. Natürlich, jetzt sind wir am Arsch. Das ist ein Problem. Wie weit willst du eigentlich noch abhauen? Alter, wird ja nie was. Mann, da ist voll scheiße so zu steuern, weil ich kann nicht gleichzeitig die Kamera schwenken und Gas geben, das geht nicht. Nein, nicht schon wieder. Ah. Und kurz neu starten, habe gespeichert. Mann. Ich glaube, ich habe jetzt seine beiden Schilde durchbrochen. Ich glaube, das hat soweit funktioniert. Aber habe natürlich in ihn reingelatscht. Und das war halt das letzte bisschen, was jetzt das Spiel gesagt hat. Ich bin noch nicht in den Kampfmodus eingestiegen. Deswegen, du bist trotzdem tot. Und ja, ich glaube, das Spiel ist so assi. So, aber gespeichert vorher. Ich glaube, der Sturm ist noch da. Ich hoffe zumindest. Und ja, ich kann natürlich auf Sari Magnus die ganze Zeit gedrückt halten, sprich auf Speed gehen. Das geht natürlich schon. Problem ist halt aber, ich mache das ja mit B und Kammerschwenken mache ich mit dem rechten Control-Stick, spiele das alles auf der rechten Seite mit der rechten Hand, mit dem rechten Daumen quasi. Er ist ein bisschen ungünstig. So, ich kann schon was richtig auswählen hier. Oh, gar nicht gesehen. Okay. Irgendwie hat es geklappt. Schwein gehabt, kann man sagen. Das ist Elektroflug. Also Donnerblitz dürfte jetzt nicht so viel abziehen und ihn auch nicht killen von dem her. Ich gebe mir darum, dass ich irgendwie vielleicht Standesveränderung hinkriege. Ja, muss ich erstmal treffen, Kumpel.
So, fahr mal hinter ihn an. Natürlich. Weil er auch so viel schneller ist als wir, oder? Ich weiß, das ist ganz lässig. Hier. Voltolos. Na, Gott sei Dank, ey. So, bevor wir jetzt irgendwas machen, abspeichern und dann zurück. Dann fehlt noch der dritte im Bunde, Freunde. Boreos. Und ich glaube, der könnte nochmal ein bisschen tricky werden. Dementeros, Entschuldigung. Vorhin fortsetzen, ins Dorf zurückkehren, bitte. Ich glaube, das machen wir jetzt direkt mal im Anschluss, weil ich weiß, also für Dementeros brauche ich kein bestimmtes Wetter. Was bei den anderen beiden ja anders war. Deswegen können wir direkt da weitergehen. Und zwar müsste hier sogar im Obsidian Grasland sein. Ganz kurz gucken, wo genau. Ich glaube, der ist sogar. Der müsste, er könnte. Da auf der Insel sein. Dort, wo wir normalerweise auch Panfernon zu finden. Noch Panflam und natürlich den Entwicklung Panpyro, den wir auch noch nicht haben. Ne? Da habe ich ja offscreen aber den mal gesehen. Hatten auch ein paar Mal gekillt, aber nur für die Pokédex-Einträge. Fangen oder halt aus einem Panflam entwickeln, das müssten wir eigentlich noch machen. Wobei eben Schlappo habe ich jetzt ja auch außersehen offscreen schon gefangen, insofern. Nein, Panflam hat es, hat aber kein Panpyro. Der Meteor ist dort auch noch, da ist noch ein Elite-Staralili. Okay, da muss ich mich erstmal mal alles kümmern da. Die muss ich erstmal platt machen, Freunde, genauso wie Panferno, weil sonst. Aber gab ein Problem. Andere zischt hier herum, deswegen kann ich auf den nochmal noch ein bisschen warten. Bis er mich entdeckt. Ist noch nicht so weit. Er kann mich hier sogar anschleichen an ihn, ne? Da wäre natürlich auch eine Option. Muss gleich mal checken. Oh, Stahltyp, der wird mir jetzt hier richtig fett. Wobei. Wenn ich jetzt schnell genug bin, bin ich so weg. Warte mal, der ist ja Bodenflug vom Typ. Das ist ein bisschen andere Konstellation. Vielleicht doch eher Shelterius an erster Stelle. So. Der will doch auch mit irgendwas angreifen, oder? Also an erster Stelle doof geht er so. So gab es mutig mit irgendwelchen Sandschimmern und sowas an, oder? Ja, der ist klar. Immer noch nicht, okay.
Wow. Nein! Ah! Falsch geworfen. Ja komm, beruhig dich mal. Du Beyblade, hey. Okay. Mit Umwegen hat's geklappt. Trotz allem. Oh. Okay. Dann würde ich mal sagen, erst einmal muss der weg. Achso, ja, natürlich. Hä? Doch, Steinkante habe ich. So. Ich will mich um die Meteros kümmern. Ja, ist gut, ich hab's geschnallt, du greifst mich gerne an. So, dass die Teras immer Schaden leidet, ist mir bewusst, keine Sorge. Das wird alles irgendwie nur gekillt werden. Ich setze mal nur Luna ein, der hat auch einen ziemlichen Defense. Und ich schmeiße einen Tonnenball! Puh, na Gott sei Dank. Speichern, ganz schnell. Okay. Das war knapp. Gut, Freunde, hätten wir das. Die Frage ist, sind wir jetzt am Ende? Oder eben noch nicht? Das Problem hier, eigentlich ein Problem ist... Wir haben jetzt zwar die drei Pokémon, aber halt ihre Pokédex-Einträge nicht komplettiert. Und sie hatte ausdrücklich gesagt von mir, ich will gerne alle drei, man mag gefälligst, ja? Es ist wohl noch die Frage, jetzt haben wir auch vom Pokédex her gesehen, das waren jetzt drei Jeans, aber uns fehlen ja vier Einträge dort. Wo ich gesagt habe, hey, da sind noch vier legendäre Pokémon, die uns hier fehlen. Nicht die. Hier. Boreos, Voltolos, Demeteros, schön, schön, aber hier fehlt noch eins. Hä, was soll denn das hier sein? Ja, das werden wir gleich sehen. Wo ist eigentlich Voltolos, aber den so schnell gefangen? Krass. Wüstenorkan, Donnerorkan, Polarorkan. Tempotechnik. Dann die Feldattacken. Hä? Der habe ich echt nicht gesehen in dem Run, wo ich es jetzt gefangen habe. Krass. Naja. Also, generell hätten wir sie ja. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir jetzt zu der Tante hier gehen und ihr sagen, ey, yo, guck mal, wir haben's. Sagt sie vermutlich so von wegen, ja, das ist zwar schön für dich, aber ich hätte gerne die kompletten Pokédex-Einträge. Tschüss. Oder? Was sagt sie? Ja, genau. Vervollständigt heißt halt vervollständigt. Mann, Mann, Mann. Das heißt, wir dürfen jetzt noch weggehen. Soll heißen, ich werde jetzt mal unser Team halt ändern müssen. Wenn sie drei Punkte ins Team nehmen. Ich werde dann offscreen halt mit den dreien die Dinger halt machen. Pokédex-Einträge und so. Und dann sehen wir uns einen kurzen Cut wie... Alter, die Alter. Pokémon, um die wir uns kümmern müssen. Ja, ich habe sehr viele coole Pokémon. Team, hier Team.
Ich hoffe, ich weiß noch, wie ich das ungefähr hatte mit den Konstellationen. Weil. Drei sind jetzt. Warte mal, doch. Rosaluna, Tanupto hier, da ist es klar. Gerade aber hier oben war. Okay. Neu! Also, das meine mal Schlappohr, was wir jetzt endlich auch mal haben. Ein Pokédex. Es gibt natürlich noch zwei, drei andere, die ich noch fangen muss. Das machen wir dann, wie schon so oft erwähnt, in einer anderen Folge. Jetzt erstmal die sagenumwobenen Chins, wa? Vor allem die Meteoros sind auch in der heutigen Zeit in Competitive-Kämpfen noch sehr, sehr gerne gesehen. Vor allem in der Schwert- und Shield-Ära. Was, legt die auch mal ab? Komm. Und eigentlich sehen sie auch cool aus und so. Ich betone das absichtlich, weil er wird gleich sehen, was ich damit meine. Wegen nur sehen cool aus und so. Das wird sich auch gleich in gewisser Art und Weise ändern. So. Weil ich weiß auch nicht, warum die Entwickler mit Genakius zum einen halt die drei Chins ins Spiel gebracht haben. Zum anderen auch die Furz-Idee hatten, was wir nachher sehen werden. Ups. Entschuldigung. Die Frage, ob man vielleicht die drei auch in Scarlet und Violet spielen könnte. Wieder. Wir werden sehen. Also von den drei Chins haben wir. Ich werde jetzt, wie bereits erwähnt, offscreen ihre Pokédex-Seite komplettieren. Dann geht es direkt weiter und es wird speziell. Das kann ich schon mal versprechen. Bis gleich. Okay, Leute, Schluss mit lustig. Ich würde sagen, wir haben noch Zeit, die Folge zu beenden. Und hier dementsprechend die Pokédex-Aufgaben für Bureus, Voltolos und Meteoros abzuschließen. Ja, ich habe mit ihnen ein paar Mal ihre Attacken eingesetzt und so und sind jetzt endlich alle auf Stufe 10. So muss das sein. Das ist wunderbar. Hier oben halt die paar Pokémon besiegt. Auch wunderprächtig. Sehr schön. Bitte uns darauf zurückkehren. Denn jetzt haben die drei Chins ja nicht nur gefangen, sondern eben auch ihre Pokédex-Einträge komplettiert. Soll heißen, jetzt müsste es ja eigentlich kein Problem mehr sein. Ich spreche trotzdem mal ganz kurz, dass wir zurück zur alten gehen, zur alten Kogita und ihr sagen: Hey, yo, wir sind fertig. Bitte schließe Sidequest ab. Aber eben, es gibt ja noch ein viertes legendäres Pokémon. Hier in der Aufzählung, beziehungsweise hier im Pokédex, was zwischen Dialga und Meteoros fehlt. Und was das für ein Pokémon ist, das glaubt man nicht, bevor man es sieht. Du hast es also geschafft, Meteoros, Bureos und Voltlos zu fangen. Bemerkenswert. Ja, legendärer Pokémon. Normalerweise sehe ich sie lieber frei und ungebunden durch die Lüfte sausen. Aber seit der Riss im Raumzeigefüge aufgetan hat, es wohl das Beste, bis sie eine Weile bei dir zu haben. Zumindest bis die Rissen seiner Erfolge vom Tisch sind. Ah ja. Aber es gibt da etwas, das ich dir offenbaren muss. Was denn? Es gibt noch eines von ihnen. Was? Komm. Hä? Ja, es gibt noch einen Chin. Den hässlichsten von allen. Den vierten Chin. Hier mit Legende Arceus eingeführt. Kubidos wird auch Bote des Frühlings genannt. Ja, weswegen er auch in der Zukunft nicht mehr existiert. Es führt zwar nicht zum Schilde, aber wenn du diesen Pokédex vervollständigen möchtest, kommst es nicht drum herum, es zu fangen. Du solltest ihm im roten Sumpfland begegnen können. Hä? Wieso ist doch hier? Taut einfach ab. Ja, Freunde. Es gibt noch einen von diesen Chinsen. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Neben der Heslohn. Schlechthin. Ich meine, die haben mit den anderen drei Chins überhaupt nichts gemeinsam. Bis auf die Wolken natürlich. Aber ansonsten, der sieht doch aus und so und. Boah. Übel. Naja. Wir für uns heute mal unser Team auszupacken, um Kubidus zu fangen. Ja, es heißt, das Kubidus, es ist. Es sollen allen wirklich halt
meine, die drei hier, da geht es eigentlich darum, dass sie eigentlich wirklich Djinns sind, die auch die Natur beherrschen und so. Kubidu ist eher für die Liebe. Bäh. Ich selber schon fast kotzen. Und ja, was soll ich da sagen, Freunde? Was soll ich da sagen? Wir haben ja so schöne legendäre Pokémon. Boreos, Voltolos, Demeteros, alle voll cool. Und dann kommt so ein Schwachmat dazu. Aber vor allem auch von den Typen, ich meine, Boreos wäre cool, das ist einfach. Einziger Typ ist auch Flug, sonst nichts. Als wäre in den Entwicklung irgendwie ein Typ ausgegangen, wo sie gesagt hätten, eigentlich müsste noch ein Typ haben, uns fällt nichts mehr ein. Ich meine, das war die fünfte Generation, eine Generation später kann man dann der Feen-Typ dazu in den Pokémon spielen. Und so, ja, Voltolos natürlich Elektroflug. Demeteros, ja, Bodenflug ist auch geil. Boreos, Flug oder Flugflug oder wie auch immer. Ja, und jetzt müssen wir uns noch einen vierten davon kümmern. Und natürlich die vier auch noch verwandeln, war in ihre Tierformen. Weil das sind ja die Inkarnationsformen. Weil damals auch so in der fünften Generation, dass dann, also mit Schwarz und Weiß kam ja die. Ja. Die fünfte Generation raus, beziehungsweise eben auch die Djinns und dann mit der mit Schwarz zu einem Weißzweig kamen dann noch ihre Spezialformen dazu. Was ich hier gerade treibe, ist eine gute Frage. Ich wollte da wieder mal ein Team mitnehmen. Ja, ein paar von euch habe ich trainiert, gefangen. Na komm. Noch ein paar andere Pokémon mit. Lucario kann nicht schaden. Dann noch Waschakwil mit. Der hat auch einen coolen Typus, das passt soweit. Usaluna, unser ewiger Main, könnte man sagen. Aber er ist einfach cool. Er ist einfach cool, kann ich nicht anders, großartig anders sagen. Dann. Wir haben hier Kampf und so. Okay, ich nehme doch ein weiteres Stahlpokémon mit Viscoco wieder mit. Was könnte man noch mitnehmen? Shirox, nochmal ein Stahl-Pokémon. Empoleon, nee, ein Stahl-Pokémon. Was Neues. Ein Boden-Pokémon. Meine Teams wiederholen sich einfach zu oft. Ja, komm, hier, Voltec. Also, glaube ich, mit denen Attack noch nie im Repertoire war. Ja, passt schon, komm. Ist eh nur temporär, Freunde. Ist eh nur temporär. Ah ja, stimmt, wir haben einen Togepi gefangen, genau. Also, machen wir uns also auf zum roten Sumpfland, wie es er schön gesagt hat. Von Kubido, sie muss auch noch den noch fangen. Schön, schön. Oder Sumpfland, genau. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Und werden dann, nachdem wir auch das mit Kubidus gemacht haben, würde ich sagen, dass wir nicht nur Kubidus fangen, sondern uns nach und nach auf die Suche nach anderen legendären Pokémon machen. Wir haben zum Beispiel noch Shaymin und Darkrai, wobei wir aber beide schon wissen, wo sie sind. Ich glaube, ich kann die gut in dieselbe Folge noch reinpacken. Dann haben wir jetzt in dieser Folge und in der nächsten Folge jeweils drei legendäre Pokémon gefangen. Das ist doch auch schön. Und ja. Und an der Stelle sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu Pokémon-Legenden Arceus, dann auf die Jagd nach den besseren legendären Pokémon, also fast alle. Es fehlen nachher noch Manaphy und Fiona. Dafür braucht es eine eigene Folge, muss man noch gucken. Dann gibt es noch eine Folge für die Inkognito, es gibt noch eine Folge für die restlichen Geisterlichter, sprich für Kripbuk noch. Und dann sicher noch eine Folge und noch andere Pokémon, die uns noch fehlen, fangen muss. Ah, mir fällt gerade auf. Hier in dem Gebiet kann ich ja noch ein anderes Pokémon fangen. Was ich auch schon ein bisschen vorbereitet habe. Weißes Frostland. Ach, ein 1990. Ach, da alle Pokémon, die es gibt. Krass. Stimmt das? Ja, muss fast, wa? Und zwar, wo ist es? Wo ist es? Ob sie. Nee. Hä? Bist du nach Forschungslevel sortiert? Ja. Da fehlt eins. Huch! Hat auch mal ein Schmerbe zwischendurch noch gefangen? Könnte sein, wa? Hä? Okay, krass. Ja, dann. Was kann mir noch fehlen? Pichu, Pikachu, Raichu? Na, ich muss mal gucken, Freunde. Ich werde es noch mal ganz kurz checken, was uns da noch so fehlt. Ob wir etwas gerade noch hier
Warte, wo ich noch mitnehmen können. Ich hätte echt schwimmen können, so das. Natürlich finden wir zum Teil noch ein paar Pokédex-Einträge, aber. Ja, Pichu ist klar, da ist nicht hier. Büro war doch auch schon. Hä? Ja, Schlappo ist jetzt klar. Ah, die Vorstellung von Kinos. Ah, da muss man da Bäume schütteln. Nervig. Ja, vielleicht finde ich hier noch ein paar in dem Gebiet noch. Kann ich auch mal aufs Gebiet noch ein paar Bäume suchen und gucken. Mobile. Ja, sind vor allem noch ein paar Baby-Pokémon, wa? Die Porygon-Reihe. Oh, stimmt. Eine Folge, wo wir uns um die Pokémon kümmern, die man nur im Raum Zeigefüge findet. Oh, das wird auch ein Spaß. Naja. Bis nächstes Mal. Bye bye.